Ja, hoi, ihr Leute von heute. Willkommen zurück zu Everybody's Golf World Tour. Im letzten Part haben wir die Pazifikmeisterschaft gewonnen und im heutigen Part werden wir den Japan Cup machen. Der Japan Cup in Highland CC. Und wen nehmen wir dazu? Wir nehmen Gloria. Gloria hatten wir lange nicht mehr. Und wir nehmen das gelbe Outfit, denn Highland CC. Und gucken wir mal kurz, wir haben nicht viele Schläge, okay. Ich gebe mein Bestes. Ja, hoffe ich doch. Und wir kriegen Bonnie. Ein Duo, was vollkommen zusammenpasst. Schüchtern und die Bitch. Wobei Bonnie die Bitch ist, wie wir gesehen haben. Und ja, hehehe. Gut, Highland CC. Ich habe im letzten Part übrigens über Candy-Spiele geredet, dass es keine richtigen Konsolenspiele sind. Und mir ist dann noch einiges beim Denken und beim Forschen klar geworden. Na, du kleiner komischer Baum. Folgendes, es war vielleicht ein bisschen falsch von mir, Handy-Games nicht unbedingt als keine Konsolenspiele zu nennen. Wobei man ja sagen kann, es sind keine wirklichen Konsolenspiele, also grob gesehen. Wobei ich sagen muss, Flash-Games sind auch keine Konsolenspiele. Daran lehne ich meine Theorie. PC-Spiele kann man noch so als Konsole gelten, weil PC halt PC ist. Und PC ist für mich eine Art Konsole. Ihr versteht, was ich meine. Man kann Konsolengames halt, Spiele, die auch... Konsolengames heißt ja nicht unbedingt, dass es Spiele auf der Konsole sind. So meine ich das. Und Handygames, ja, sind für mich keine Konsolengames, weil es irgendwie die meisten Handygames auf jeden Fall. Weil die einfach kein Ende haben. So, daran. Das meine ich damit. Für die Leute, die fragen. War viel zu weit. Aber ein guter Backspin. So, die Handyspiele, die ein Ende haben, vollkommen okay. Aber, oh komm, als ob das zu stark war. Aber 90%, 95%, vielleicht sogar 98% der Handygames haben einfach kein Ende. Da wird immer wieder ein Update kommen und neue Levels werden hinzugefügt. Und da muss ich sagen, uncool. Oh, der Wind war ein bisschen zu schwach berechnet. Oh ja. 7 Meter, Alter. So, 7,5 geschlagen. Wenn das wieder zu viel war, dann kriege ich aber die Krise. Dankeschön. Ja, nö, Handygames. Ich meine, ich bin ja. Ich will die jetzt nicht schlecht reden, ne? So ist das nicht. Nein, ich spiele ja selber Handygames. So ist das, wie gesagt, auch nicht. Was ich in letzter Zeit häufig mal spiele, ist, ich spiele viel von Purple Kiwi. Das weiß ich. Purple Kiwi ist halt auch so, 3 gewinnt und so. Die haben jetzt vor letztens Link Blast, oder wie heißt das? Ich habe keine Ahnung. Das ist jetzt ganz aktuell. Das spiele ich ab und zu gerne mal. Das ist halt, du hast halt Monster bei Purple Kiwi spielen, das ist Monster Busters. Du hast halt Monster in dem Spiel und du musst halt entweder eine Dreierreihe, musstest du damals machen, oder hier musst du Lines ziehen, halt, dass du, halt eine gewisse Anzahl an Monster berühren musst und halt gewisse Sachen dabei kaputt machen musst oder so. Je nachdem. Und die spiele ich ab und zu mal. Spiele ich gerne, weil die machen mir gerade Spaß. Ja, ansonsten war es das auch schon. Also mehr Spiel. Ich spiele. Was spiele ich denn noch auf dem Handy? Ich habe mir vor kurzem so ein Spiel runtergeladen. Das ist mit einer Farm und Animes. Ich habe einfach ein Anime gesehen und habe gesagt: Toll, komm, guckst du dir einfach mal an. Und dann habe ich es mir angeguckt und. Ja, es ist auch erst eine halbe Woche her, also von daher habe ich es noch nicht richtig gespielt. Und ich muss zugeben, ich spiele eh selten Handyspiele. Meistens immer nur, wenn ich unterwegs bin und nicht zu Hause bin am PC. Also so gesehen bin ich dann also ein richtiger Suchti eigentlich, ne? Dass ich nicht mal ein paar Stunden ohne PC und Zocken auskomme. Zocken. Ja, ohne Socken komme ich auch aus, aber ohne Zocken. Ah, viel schwierig, ne? Oh, sieht sehr gut aus. Wobei, der war, glaube ich, zu stark, ne? Oh, nee. Oh. Ich überlege mal gerade, was es noch für Spiele auf dem Handy... Ich überlege gerade mal... Ich bin gerade im Gedanken, ich überlege, ob es ein Spiel gibt, was auf dem Handy beendbar ist. Also ein Spiel, was ein Ende hat. Mir fällt auf Anhieb echt keines ein. Welche Art von Spiele gibt es denn, wenn wir mal so überlegen? Also es gibt diese Spiele wie 3 gewinnt Candy Crush. Dann gibt es diese Spiele, wo du zu einem Punkt läufst, aber kein Ende kommt. Sowas wie Temple Run oder halt dieses Subway-Gedönse da. Ne, da rennst du ja immer weiter und 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 es kommt einfach kein Ende. Ja. Was gibt es denn noch? Es gibt diese ganz komischen Kampfspiele.
Und zwar sitzt du da, baust dein eigenes Team auf und führst Kämpfe aus und dann baust du dein Team weiter auf, dann führst du wieder Kämpfe aus und da gibt es Leben. Und das heißt, du musst halt warten. Ja, diese Dorfaufbauspiele da, ne? Oder die Stadtaufbauspiele sind auch ziemlich beliebt, glaube ich, ne? Davon gibt es auch ziemlich viele. Auch ziemlich viele von Fernsehserien zum Beispiel, wie Simpsons oder Family Guy. Habe ich mal einige gesehen. Das Simpsons-Spiel habe ich sogar selber lange gespielt, weil Simpsons, ich bin ein ziemlicher Fan von Simpsons. Simpsons, ich habe da, bevor ich Let's Player war, habe ich eigentlich, Simpsons war die einzige Sendung, die ich wirklich immer geguckt habe. Und heutzutage gucke ich Simpsons immer noch gerne. Ja, doch. Oh, da schreiben alle oh. Ja, doch, also habe ich letztens Simpsons, ich gucke momentan mit TK auf Simpsons. Also ab und zu. Die amerikanischen Folgen, die halt noch nicht in Deutschland draußen sind. Weil interessant und lustig und witzig und wir wollen uns nicht mit dem deutschen Humor den englischen, amerikanischen kaputt machen. Ich finde, das ist mir aufgefallen, dass meistens bei den amerikanischen Folgen der Humor irgendwie viel mehr vertreten ist. So ein bisschen. Hm? So waren wir stehen geblieben eigentlich. Also Aufbauspiele gibt es. Was gibt es noch für Spiele? Halt diese, hey, du hast so viele Leben und du verlierst ein Leben, wenn du es nicht schaffst, Spiele, wo du eine halbe Stunde warten musst. Die gibt es noch. Davon gibt es reichlich viele, muss ich zugeben. Ja, doch, da gibt es reichlich viele von. Gibt es so welche Klickerspiele, wo man auf sein Handy tippen muss? Kann ich mir echt vorstellen, dass es sowas gibt. Ich sage jetzt einfach mal in den Raum, ja, sowas gibt es. Ja doch, sowas gibt es. Das ist jetzt einfach nur dumm gesagt. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt, aber ich sag's einfach mal. Was für eine Behauptung. Gut, dann gibt es die Tippspiele. Was gibt es denn noch? Bestimmt, was ich mal gesehen habe, es gibt so ein Spiel, da musst du einfach von links nach rechts und... Upgrade Games, genau, so heißen sie. Oder, nee, die heißen nicht Upgrade Games, aber ihr wisst, was ich meine. Wo ihr immer so eine Runde fahrt, dann könnt ihr euch upgraden, dann fahrt ihr die Runde erneut und ihr seid zum Beispiel ein bisschen weiter, dann... Habt ihr den Tank ein bisschen vergrößert und so weiter und so fort und so kommen halt voran. Nur noch kein Powerschlag eingesetzt, ne? Warum eigentlich nicht? Ich weiß es nicht. Ich überlege, was es noch so gibt. Mir fällt gerade nicht mehr so wirklich was ein. So, na, hau du mal ab. Leider, das Problem ist gerade, was ich habe. Ich hau mitten in den Baum rein. Ah, ich weiche aus, gut. Der sieht sogar gut aus. Ah, wir haben einen Driver benutzt, das ist nicht sehr gut. Tschüss. Oh, bye. Wow. 4 Meter ist okay. 3,3 sogar nur. Ja. Hoffe ich doch mal. Also, dass es ein Igel wird, nicht, dass es bergauf geht. Bergauf geht's auch, aber es soll ein Igel werden. Diese Synchro ist so scheiße. Leute, wenn wir den vierten Teil für die PS2 spielen... Oh... War mein Lieblingscharakter damals. Nicht, weil sie so notisch aussieht, sondern... Keine Ahnung, ihre Statistiken sind so gut. Und die Stimme mochte ich. Ja doch. Oh, das trojanische Pferd. Die Story von Trojanern. Ich weiß gar nicht, ob die Issy war? Ich dachte mal, es wäre so ein Märchen gewesen, dass die Leute sich so in ein Pferd versteckt haben. Und dann halt die Burg überfallen haben. Ich dachte mal, es wäre so ein Märchen. So was wie... Okay. Die Geistlein und die 7 Zwerge. Oder Schneewittchen. Schneewittchen ist doch ein Märchen, oder? Ich bin gerade ein bisschen irritiert, ob das ein Märchen ist oder nicht. Oh Mann, warum weiß ich denn nicht, was ein Märchen ist, was nicht gerade? Also, ich glaube, Märchen... Ja, Schneewittchen ist ein Märchen. Ja, doch. Genau. Schneewittchen ist auf jeden Fall ein Märchen. Es gibt keine Zwerge. Zumindest erst jetzt klar wird, dass es keine Zwerge gibt. Verdammt. Ein bisschen zu spät, muss ich zugeben. Bisschen zu spät. So. Ah, ein bisschen weiter nach da. Also nach links. Ja, war glaube ich klug. Schöner Schlag! Noch ein bisschen weiter nach links. Verdammte Kacke. Gut. Ich komme meinem Chip in Eagle aus mehr als 100 Yards immer näher.
Und mein Herz rutscht mir immer wieder in die Hose, wenn ich sowas sehe. Es ist ganz komisch bei dem Spiel. Und wo ist das Loch? Da ist das Loch. Machen wir mal so. Ah, vielleicht ein bisschen nach rechts wieder. Ja, weil die Kameraperspektive mir gerade gar nicht gefällt. Das ärgert mich immer wieder. Ach Gott. Märchen. Märchen habe ich damals kaum gelesen, muss ich echt zugeben. Also ich kenne einige Märchen, so diese Geschichte von Aschenputtel oder... Ja, Dschungelbuch ist jetzt kein Märchen, aber... ist ein guter Film. Genau wie König der Löwen. Das hatte ich damals auf VHS mit halt... Das war halt damals aufgenommen. Ne, kennt ihr bestimmt, diese alten VHS-Geräte, die... Also die Abspielgeräte, die das aufnehmen konnten, das Fernsehprogramm und auf eine VHS-Kassette spielen konnten. Das hatten wir damals. Und da haben wir damals halt die beiden aufgenommen. König der Löwen, und das lief halt im Fernseher. Und dahinter lief direkt Dschungelbuch. Haben wir damals aufgenommen. Ja, aber jetzt zurück zu den Märchen. Wir hatten ein Märchenbuch, das habe ich mir mal durchgelesen. Da war irgendwas mit einem Maulwurf, habe ich gelesen. So ein Maulwurf, der immer den Gärtner geärgert hat. Und irgendwann wird der Maulwurf einfach mal erschlagen. Ja. Märchen können auch brutal sein. Ich habe mal ein Märchen gelesen, da war so ein Typ, der hat so den Nachbarn immer geärgert mit einem Blasrohr. Und irgendwann hat der Nachbar dem das Blasrohr voll in den Rachen reingeschlagen. Klingt zwar brutal, ist aber das Märchen gewesen. Die Moral von der Geschichte, ärgert deinen Nachbarn nicht. Nachbarn sind eh gefährlich. So. So gesehen habe ich keinen richtigen Nachbarn, höchstens Mitbewohner, die oben und unter mir wohnen im Haus. Das war's aber auch schon. Und die mag ich alle, die sind alle cool. Ich bin ja eh erst vor 2 Monaten umgezogen oder so und... Ja, kenne die erst seit 2 Monaten. Ja, merke ich schon. Ich traue mich gar nicht zu stark zu schlagen, weil ich immer das Gefühl habe, von wegen, dass der Ball dann wieder mit dem Wirbel wegfliegt. Das ist ganz komisch. Gut, irgendwie brauche ich meine Powerschläge nicht. Die eignen sich hier irgendwie gerade nicht. Wir sind Back T und trotzdem, wenn wir Powerschlag einsetzen, landen wir meistens gefährlich nah am Bunker und das möchte ich nicht. Überlegt euch, jetzt mal einen Powerschlag und wir werden vielleicht im Bunker gelandet. Weil die Kontrolle ja auch nicht so gut ist, ne? Deswegen. Ja, der Ball ist zu weit nach rechts geflogen. Für einen guten Schlag. Ja. Auch von der Stärke war es gut. Gut, ja, Märchen. Was gibt's noch für Märchen? Halt die 7 Geißlein, wo der Wolf aufgeschnitzt wird. Es gibt echt. Wenn ich mal so überlege, dass man sowas den Kindern vorgelesen hat. Hey, mein kleiner Timmy. Ja, Danny. Ich habe ein Märchen für dich. Es war einmal ein Junge, der war genauso schön wie du. Zeig mal, Daddy. Dann zeige ich dir das Bild und dann... Guck mal, er hat ein Blasrohr gehabt. Was ist ein Blasrohr, Daddy? Da tut man spitze Pfeile mit Gift rein. Vielleicht nicht unbedingt mit Gift, aber spitze Pfeile rein. Und dann kann man damit Pfeile schießen. Darf ich was haben, Daddy? Nein, hör erst die Geschichte zu Ende zu. Okay. Und er hat seinen Nachbarn geärgert. Ja, und weißt du, was der Nachbarn gemacht hat? Die Bratpfanne genommen und in den Rachen reingeschlagen. Wenn das Kind dann schlafen kann, boah, dann habe ich ein gutes Kind. Dann habe ich ein echt gutes Kind. Aber ich habe kein Kind. Noch nicht. Vielleicht irgendwann in Zukunft, aber momentan. Ich bin Let's Player, ich kann mir sowas nicht leisten. Was heißt leisten, aber ihr versteht, was ich meine. Wenn ich jetzt ein Kind habe, würden voll wenig Videos kommen und ich müsste mich immer um das Kind kümmern. Na, das sieht easy aus, das Loch. Ja, der Ball fliegt auch gut. Aber zu stark. 99%. Dass wir bei bergauf dann noch so weit fliegen, ist echt komisch. Ja, ist echt komisch. Und warum zeigt das Spiel eigentlich so einen starken... Ja, okay, so stark ist er nicht, aber... Er ist schon beweglich. Und dann passiert einfach fast gar nichts. Hi. Ja, ein paar ist immer super. Oh, wir sind schon am letzten Loch. Wie schnell vergeht die Zeit? Setzen wir mal noch einen Powerschlag ein, bevor wir gehen. Also vom Platz gehen. Haben wir eh wenig benutzt. Ja, und landen doch angenehm weit. Vor allem landen wir hier schön rechts. Das heißt, wir können links über den Berg hinwegschlagen. 279 Yards, Alter.
Oh, du Heil. Ich habe so ein Gefühl, ich werde volle Kanone in den Bunker reinfliegen. Deswegen habe ich gerade mal so mit einem Spin nach rechts gemacht. Und merke, ich lande nicht mal beim, ansatzweise beim Grün. Ja, doch. Moment, das ist schon die Umrandung. Okay. Das habe ich gerade nicht gesehen. Tut mir leid. Sorry for that. Ach, das ist so ein ekelhaftes Grün, Alter. Ja. Oh Gott sei Dank. Ich dachte gerade schon, ja, ja, ist schon daneben. Ich weiß. Mittelmäßige Runde. Wir hatten Backteam gespiegelt. Aber ansonsten hätten wir besser machen können eigentlich, ne? Eigentlich ja, wir haben einen neuen Rekord, oder wie? Ja, für langes Ziel gespiegelt vielleicht. Ja, wir hatten noch gar nicht, okay. Pinausschläger, das ist gut. 10% höher und dritte Loyalitäts... Oh, in lila, Leute. Lila ist meine Lieblingsfarbe, wisst ihr ja. Auf jeden Fall ziemlich oft. Eigentlich immer, aber lila ist cool. Was ist eure Lieblingsfarbe? Schreibt es mir in die Kommentare. Eine Frage, die ich jetzt gestellt habe, irgendjemand schreibt was in die Kommentare und ich frage mich, was er von mir will. Was ich bei den meisten Kommentaren mache, wenn es irgendwie um das Video geht, weil ich immer vergesse, was ich im Video gesagt habe. Ich bin ja so ein Held. Oh, so überprüfst du deine Aufnahmen nicht. Ja, aber wenn ich 3 Parts pro Tag hochlade, dann ist es schon ein bisschen... Ich muss auch, wenn ich zum Beispiel auf der Arbeit bin, ein bisschen daran denken und alles. Hm? Ja, und... Ja, das ist eine schlechte Ausrede gewesen, ich weiß. Gut. Wir haben den Japan Cup gemeistert und sind fast mit dieser Stufe durch. Ja doch, mir fällt gerade nichts ein, deswegen. Gut, ich bedanke mich fürs Reinschalten. Im nächsten Part geht's hier weiter. Bis dahin, bewertet den Part. Bis zum nächsten Mal und Masala Vista, Baby.